Hallo, es ist soweit. Wir hängen jetzt den Wohnwagen an und dann geht's ab nach Kroatien. Und das finde ich so geil, weil so ein scheiß Wetter und wir fahren in die Sonne. Es ist einfach nur ein Traum, ja. Und ich hänge das Teil mal an und Tina holt dann direkt Nico ab von der Schule, geht zum Testen und dann geht's los. Hallo zusammen, wunderschönen guten Morgen. Wir haben 5.30 Uhr und wir sind jetzt insgesamt wir sind jetzt insgesamt 12 Stunden unterwegs. Haben jetzt halt gute 1000 Kilometer fast hinter uns. Aber wir haben 4 Stunden Rast gemacht und haben geschlafen. Grenzübertritte Deutschland nach Österreich total problemlos. Ihr fahrt durch, da ist wirklich nichts. Und wir sind jetzt so circa 10 Kilometer vom Karawankentunnel entfernt in Österreich. Wir fahren jetzt Richtung Slowenien und dann geht es weiter Richtung Kroatien und ich hoffe, dass wir so spätestens um 9:30 an der Fähre sind. Und ja, Wetter hat mitgespielt, es hat ein bisschen geregnet heute Nacht auf dem Rastplatz, aber beim Fahren habe ich großartig jetzt nichts gespürt. Ja, wir sind gut durchgekommen, bis auf 3-4 Staus, die wir in Deutschland hatten, aber das ist für Deutschland ja normal. Das Einzige, wo ich mich so ein bisschen aufrege, sind die Spritpreise an den Tankstellen. Ja, also die haben noch echt einen Macken, für einen Liter Diesel 1,71 zu bezahlen. Ja, also das ist echt ein totaler Knall. Ja, also ich habe einen Tank voll gemacht und war 91 Euro los. Also das ist eine bodenlose Frechheit. Wir haben hier getankt in Österreich und da war das Diesel direkt mal 10 Cent billiger. Ja, was normalerweise unüblich ist für Österreich. Ja, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Wir sind alle so ein bisschen fertig, weil es war doch sehr, sehr anstrengend zu fahren. Und wenn wir mal die Kamera so nach vorne schwenken, da sehen wir dann die schönen Berge, die Alpen. Leute, ich habe mein Maul zu früh aufgerissen. Auch Österreich hat Stau. Wir stehen hier jetzt schon seit gefühlt 2 Stunden vom Karawankentunnel. Nein, 2 Stunden, ja, das sind jetzt seit 20 Minuten. Hier geht nichts mehr und die Augen werden immer müder. Trotz, dass ich 4 Stunden geschlafen habe. Das Positive ist, ich habe einen Verbrauch von 10,1 Liter mit 1,9 Tonnen hinten dran. Das ist so gigantisch. Das habe ich ja selbst beim normalen Fahrstil in Deutschland normalerweise, weil die 80 sind, finde ich toll. Ja, wenn ihr hier seht, nicht irritiert sein. Ich habe 2 Navigationssysteme an. Wir testen nämlich gerade das TomTom Camper. Im Gegensatz zu unserem Navigationssystem. Und wir sehen, wir kommen hier um 9.20 Uhr an beim TomTom. Und bei unserem anderen Navi kommen wir um 10.38 Uhr an, obwohl wir hier weniger Kilometer haben. Und ja, da bin ich mal gespannt. Ich werde davon auch noch berichten, von dem Test jetzt von unserem Navigationssystem. Rein für Wohnwegen und Reisemobile bin ich echt mal gespannt. Aber ich wäre so glücklich, wenn wir jetzt endlich durch sind und wir sind in Slowenien, dass es endlich mal wieder vorwärts geht. Hallo Freunde des Campings. 2 Stunden später habe ich 7,60 Euro bezahlt am Karawankentunnel als Parkgebühr, weil man steht hier. Und Stau 20 Kilometer circa. Die haben aus 3 Spuren eine Spur gemacht. Also es ist heute nicht schön zu fahren. Ich habe keinen Bock mehr, mir steht es bis hier. Also ich bin so ein bisschen genervt, so richtig angepisst. Und ich will jetzt einfach nur noch auf die Fähre. Ich will nach Kroatien, ich will meinen Wohnwagen hinstellen, ich will schlafen. Ja, also heute der Tag, verkehrtechnisch, Wahnsinn. Zweite Grenze haben wir jetzt passiert und zwar wir sind jetzt in Slowenien und es hat keinerlei Grenzkontrolle stattgefunden, das heißt ihr fahrt da einfach durch, zack, interessiert keinen und ihr seid dann in Slowenien und jetzt gucken wir natürlich, dass wir jetzt unsere Fähre, die wir ja um 9.30 Uhr schaffen wollten, dann um 11.30 Uhr schaffen. 2 Stunden Stau, wie gesagt, hoffen wir mal, dass die Autobahn jetzt frei ist. Das Wetter ist ein bisschen bescheiden, 18 Grad, wir haben Regen, es bewölkt, Nebel liegt teilweise in den Bergen. Aber was soll's,
ich weiß jetzt erstmal, ich habe den Stau hinter mir und es kann nur noch besser werden. Liebe Leute, wir stehen jetzt in Kroatien seit 3 Stunden vorm Grenzübergang in einem Stau. Es tut sich hier wirklich nichts, gar nichts, ja. Stehender Verkehr, jetzt rollen wir gerade mal wieder 1 oder 2 Fahrzeuglängen voraus. Und die Leute sind hier so genervt, genauso wie ich genervt bin. Ja, Karawankentunnel, 3 Stunden Stau. Hier stehen wir jetzt schon 3 Stunden für 3 Kilometer, ja. Und das ist echt die Hölle. Und guckt euch mal die tolle Laune meiner Familie an. Seit 24 Stunden sind wir im Endeffekt fast unterwegs, ja. Und wir wollten eigentlich jetzt schon lange auf dem Platz sein. Ich habe Hunger, ich habe Durst, ich bin müde. Ja. Ich bräuchte mal einen Kamm. Ja, ich auch. Aber mein Stylist hat Urlaub. Weiter. Es geht weiter, wir müssen rennen. Ey. 5 Meter können wir fahren. Moment, es geht los. So, wir geben Vollgas. 5 Meter. 5 Meter. Und darauf warten wir schon seit 20 Minuten, dass wir 5 Meter fahren können. Und das liebe Freunde, waren aber mehr wie 5 Meter. Okay, ja, ist in Ordnung. Das waren vielleicht 8 Meter. So, und jetzt stehen wir wieder. Und na, es geht noch weiter, guck mal. Es geht noch weiter. Och, Mann. Aber nichtsdestotrotz, wir haben uns auf den Urlaub gefreut. Das tun wir immer noch. Ja. Obwohl man sich bei dem Wetter eher fühlt, als wenn man zu Hause. Ich denke, zu Hause haben wir, glaube ich, besseres Wetter. Ne? Wir haben Sonnenschein. Momentan, und ja, tatsächlich. Oh, ich habe keine Lust mehr. Aber so what? Mein erster richtiger Stau vor der Grenze. Mein Style hat sich ein bisschen verändert. Jetzt hat über 24 Stunden die Haare nett gemacht. Und ja, es wird alles hier so ein bisschen klamm. Ja, also, wie ist die Situation über die kroatische Grenze? Ich muss sagen, durch die ganze Staus, ihr habt es ja mitbekommen, ich habe mich aufgeregt, dass wir so im Stau standen. Es war die falsche Uhrzeit, liegt aber daran, dass wir in Deutschland und in Österreich voll in die Staus gefahren sind. Weil wir wollten ja eigentlich heute Nacht über die Grenze fahren, das haben wir zeitlich nicht geschafft. Und durch den Stau, den wir dann noch hatten, haben wir gesagt, komm, wir machen 1 Stunde Rast. Und, der Karawankentunnel war halt der Hauptgrund, dass wir so spät an die Grenze gekommen sind. Wir waren ja schon heute Morgen um 1 Uhr unterwegs. Und Ziel war, dass wir vor 5 die kroatische Grenze überqueren, hat leider nicht funktioniert. Also, Situation, überqueren der kroatischen Grenze, ihr gebt die Papiere ab und es wird nicht kontrolliert, was ihr da abgebt eigentlich. Das hat gedauert 2 Sekunden, haben wir alles wiederbekommen, konnten fahren. Ja, der ganze Stau lag halt wirklich nur an der Masse, die da kam. Es ist Samstag, ja, und naja, wir haben daraus gelernt, wir werden jetzt in Zukunft donnerstags fahren, dass uns das Ganze nicht mehr passiert. Und wir sind jetzt auf alle Fälle glücklich, in Kroatien zu sein, und dauernd spricht mein Navigationssystem rein. Dazu muss ich euch auch noch was sagen. Ich habe ja die beiden Navigationssysteme jetzt getestet. Dieses Navigationssystem hat mich so gefahren, wie wir die letzten 2 Mal auch immer gefahren sind. Total kompliziert, Serpentinen und so weiter. Dieses Navigationssystem hat gesagt, komm, fahr 30 Kilometer weiter. Der Weg war richtig geil über die E61. Muss ich sagen, hat mir eine breite Straße, es war nie zu eng. Gut, Stau hatte ich mit Sicherheit auch auf der anderen, auf dem anderen Grenzübergang, aber es hat sich bezahlt gemacht. Also ich muss sagen, das TomTom, das kann schon was. Auf der rechten Seite jetzt seht ihr das Meer, die Adria, und es ist schon mal so eine Belohnung, ja, dass wir das wieder sehen dürfen. Wir haben es letztes Jahr vermisst und ich finde es einfach nur noch schön, hier zu sein. Juhu, ich glaube, wir haben die Fähre noch erwischt, wenn wir noch drauf passen. Es sieht super gut aus. Und was hat denn die Fähre jetzt gekostet nach Kress? 477 Kuna, umgerechnet 63,66 Euro. Aber das ist nur der Preis für ein Gespann. Auto ist natürlich günstiger, ne? Ja. Und du musst die Personen angeben. Die Person musst du auch angeben? Oh, okay. Ja, wunderschönes Wetter, ja. Und wenn wir da jetzt noch drauf kommen, ist das für mich der absolute Checkpoint. So, liebe Leute, wir haben es geschafft. Wir stehen drauf. Das ist der Wahnsinn. Und die weisen euch super geil ein. Also da müsst ihr keine Angst haben. Oh. Na? Ne? Aber was gepackt, ne? Ich habe gesagt, wir schaffen die. So, liebe Leute, es geht los. Wir haben die Fähre ja, wie gesagt, bekommen. Und jetzt haben wir so schöne 15, 20 Minuten maximal, wo wir jetzt übersetzen. Und dann geht's weiter. Dann haben wir noch, glaube ich, so um die 80 Kilometer vor uns. Einmal kommen wir komplett Zres runter, Mali Doshini. Und dann kommt auch dann Kamchikat. Hier drüben läuft der kleine Nico.
Man sieht es gerade nicht. Und das ist ja sowas von warm hier. Das ist Wahnsinn. Vorhin noch gemeckert, wie blöd das Wetter ist. Jetzt sind wir hier, wir haben ein Traumwetter, werden damit belohnt. Und scheiß auf den Stau, alles vergessen. Ja, wir sind zu Hause, wir sind in Kroatien.